Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Repentance. In der letzten Folge habe ich keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Wir machen jetzt einen Run. Irgendwie wollten wir irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Achso. Wir versuchen das. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich habe einen neuen Mod installiert. Also erstmal. Heilig Schnauze. Dann gibt's keinen Timer mehr. Der ist. Das ist so nervig, ne? Kostenlose Münze müssen wir mitnehmen. Und. Also, ich habe zwei neue Mods installiert zu Deutsch. Also, erstmal den Timer, den ihr da seht. Der auch so viel weniger nervig ist. Und. Halt, dass wenn ich Tab drücke, beziehungsweise in meinem Fall jetzt halt nicht Tab, sondern das andere, dann, ja. Der andere hatte mehr Health, ich nehme lieber den anderen. Das war dumm. Ein ziemlich dummer Ort, um das einzusetzen. Na, mal gucken. Ich habe komplett vergessen, wie der funktioniert. Fuck. Also habe ich einfach nur Lump of Coal rerollt. Hey. Was? Rerollt? Nee. Entfernt. Ich wollte gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir bei Ultra Greed dann der hier sind. Oder der, dem wir die Items geben. Die guten. Aber wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, das ist eigentlich egal. Weil zur Not haben wir Lip. Wir werden ja bestimmt beiden Items geben, weshalb sich beide auch irgendwo verteidigen können werden. Und keine Sorge, Angel Deals. Definitiv Angel Deals. Gemessen daran, dass ich Montag noch früher aufstehen muss, bin ich viel zu spät am Aufnehmen heute. Aber das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Manchmal muss man dem Schicksal ins Auge schauen. Und sich eingestehen, dass man keine Disziplin hat. Und die werde ich mir auf jeden Fall antrainieren, sobald ich eine eigene Wohnung habe. Jetzt habe ich keine Lust. Noch habe ich einen Vater, der mich morgens weckt. Apropos. Ich habe dem gar nicht gesagt, dass ich morgen früher hoch muss. Ach, egal. Ist auch egal. Da ist noch eine Welle. Da ist noch eine Welle. Habe ich komplett vergeigt. Fuck. Apropos vergeigt. Ich habe hier dran so einiges vergeigt. Fangen wir mal damit an, dass schon wieder der Schleim in meinem Hals ist. Pfui. Gucken wir mal, was wollen wir? Hemolacria. Und Sinus Infection. Das macht beide mehr viable. Okay, einen natürlich deutlich mehr, aber... Hey. Aua. Aua. Ich wurde noch nie zweimal hintereinander von Ping getroffen, glaube ich. Nee. Kennt ihr Dragon Ball Z Abridged? Bestimmt. Habe ich schon mal von erzählt. Moment. Ihr kennt ja bestimmt die Szene, wo... Piccolo, was? Nee. Auch nicht Freezer. Vegeta. Wo er sieht, dass Trunks geofft wurde und dann entscheidet er sich plötzlich aus irgendeinem Grund Vater zu sein. Also ein richtiger, so vernünftiger, so. Und dann wird er fast von Cell umgenietet. Hey. Und...
Entschuldigung, ich konnte gerade das Mikrofon schlecht ausschalten. Und fuck. Was wollte ich sagen? Die rohe Leber, das ist perfekt. Der hier kann einen Double Helfer sehr gut gebrauchen. Die 6. Geil. Na, tut mir leid, Gimpy. Dich kann ich nicht mitnehmen. Für alle, die fragen wollen, ja, Gimpy ist verloren. Sobald ich die Seite mir mitnehme. Und ich werde ganz bestimmt nicht so nochmal reinkommen. Jedenfalls in Dragon Ball. Ich weiß nicht, was er in Dragon Ball Z da sagt, aber in Dragon Ball Z Abridged sagt er auf jeden Fall. Da entschuldigt er sich dann einfach bei Gohan. Und das ist so eine starke Szene. Weil wenn du weißt, wenn du hörst, dass Vegeta das sich entschuldigt, weil er Scheiße gebaut hat, dann weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist. Das macht er nämlich nicht. Vegeta entschuldigt dich doch nicht. Was glaubst du, ist er? Der König der Memmen? Nein, er ist der Prinz der Saiyajin. Der Prinz der Memmen. Nee. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Dafür, dass. Anderes Thema übrigens. Dafür, dass Leute sagen, dass man die Zuschauer daran erinnern soll, dass man Kommentare und Likes schreiben? Was? Kommentare schreiben soll und liken soll. Passiert das recht selten. Also. Ist da wirklich was dran? Ich weiß es nicht. Aber hey, ich mache das sowieso hauptsächlich aus Hobbygründen. Und denn sowas wie ein Hobby habe ich nicht. Bin ich drauf getreten? Ich bin nicht drauf getreten. Fuck, ich bin entgegengetreten. Ja. Zeigt mir, dass ich falsch liege. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Und am besten auch, das ist ein Herz. Am besten auch unter die Videos zu Super Mario and the Rainbow Stars. Weil. Eigentlich lieber andersrum, ne? Ah, naja. Kann ich nicht viel machen. Die Botfly jedoch ist super stark. Was habe ich hier auf der anderen Seite? Moment, ich kann das Spiel breaken. Braucht nur ein bisschen Geld. Braucht nur ein bisschen mehr Geld. Keine Sorge. Ich glaube, 4 Münzen lassen sich noch auftreiben. Ja, das sind die 4 Münzen. Wir sind zwar jetzt nicht immun gegen. Nee. Gegen gegnerische Tiers, aber wir sind auf jeden Fall gewappnet dagegen. Oder auf jeden Fall nicht schlecht dagegen vorbereitet. Moment, weg. Bin mir fast sicher, dass der rote Dingel hier nicht hinkommt. Oder zumindest nur sehr schwierig. Ich weiß, dass es luckbasiert, aber Junge. Lil Horn. Komm. Ich könnte jetzt sehr gut deine Hilfe gebrauchen. Es kommt einfach nicht, ne? Ich meine, ja, Luck minus 2, aber Junge. Das ist dann doch ein bisschen extrem, würde ich sagen. So, und wir werden jetzt das Spiel zerstören. Erstens. Zweitens fehlt mir die Aufladung von
Hock. Ach, Kacke. Musste ja so kommen. Aber naja, wenigstens hat er jetzt ein Lackup. Das, aua, ist schon einiges wert wegen Lil Horn. Ach, Kacke. Ich muss mehr darauf achten, wie ich gegen Lil Horn... Hornt. Außerdem ist das normaler Hornt, nicht Lil. Lil sind die kleinen... Fuck. Den Wichser. Und er ist tot. In einer Sekunde. Ich bin auch tot in einer Sekunde, wenn ich so weitermache. Aber hey, wenigstens ist er der, der kein Brimstone kann. Apropos Brimstone, ich will reingucken. Kein Brimstone, aber eine Tonne gutes Zeug. Naja, er hat die Leben dazu. Machen das so. Und ich habe immer noch keinen voll. Ist egal. Kann jetzt wenigstens die Karte. Ich bin so blöd, ne? Warum setze ich die Scheiße ein? Warum? War hier irgendwo noch eine Bombe? Nein. In dem Fall gehen wir weiter und ignorieren alle dummen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Hey! Und dann gucken wir zuerst mal, ob das hier das Last Coin ist, ja. Legen wir dich hier hin. Hey! Mom's Coin Purse. Ja, die hätte der andere brauchen können. Das ist jetzt egal. Oh, ein paar Münzen. Das ist hilfreich. Das ist nicht hilfreich. Secret Room? Secret Room. Keine Gegner. Strategiebesprechung. Wollen wir uns einen Schlüssel kaufen oder wollen wir ihm das Geld geben? Wir wollen ihm das Geld geben. Ey. So, und jetzt machen wir ausnahmsweise den hier. Denn er hier ist kurz vorm Verrecken. Und mehr Gegner auf einmal kann ich nicht gebrauchen. Außerdem... So. Da war ich schon drin. Fuck, 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 fuck. Alles gut. Einer nach dem anderen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe übrigens sehr viel Geld verschwendet. Soeben. Achso, und wisst ihr noch, wie ich euch erzählt habe, dass Jazzle übrigens Zeichner von so ziemlich allen Bildern auf meinem Kanal, wie zum Beispiel auch das hier, ist jetzt wahrscheinlich die schuldenlos. Weil Gericht irgendwas. Und er war 12, als sie die Schulden angefangen hat aufgedrückt zu bekommen. Recap, Mutter hat Verträge über ihren Namen laufen lassen, die nicht über den Namen eines Kindes laufen sollten.
oder laufen können sollten. Und ja. Das ist die Long Story Short. Na, ja, wir gucken schon mal rein. Ich will eigentlich nur das andere haben. Naja, ist egal. Nehmen sowieso beides. Und an dem Punkt ist es auch völlig egal, welches ist. Okay, sein Freund ist getötet worden. So, schnell. So, dann gehen wir hier rein. Der kriegt das Nutzlose. Und er kriegt das Gute. So. Dann lebt er hier wieder und Zeitfly wird zur Musicbox, das wird zum Klicker. Wir überlegen mal, ob wir was wollen. Ich sollte nicht meine gesamte Brainpower irgendwie nur dazu verwenden, den Knopf zu drücken und also im Moment die Pille abzulegen und fuck. Die Pille abzulegen und auszuweichen. Ich sollte auch in die richtige Richtung schießen. Aber er spielt wieder Palworld. Das erinnert mich, ich sollte es endlich mal streamen. Ich sollte. Ja, vielleicht werde ich das Wochenende machen. Ich meine, noch ist Sonntag, aber in einer halben Stunde nicht mehr. Und ich denke, da seht ihr auch das Problem. Ist das nur der Boss oder ist das der Deal-Boss? Das ist nur der Boss. Apropos, trotzdem sehr beängstigend. Wenigstens ist es der quasi immun gegen Tiersos. Hilfe. Ich muss eigentlich mit dem anderen dann die Psyfly kaufen. Fuck, 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 fuck. Wenn ich überlebe. Ich denke nicht dran, ich glaube nicht dran. Hau ab, verpiss dich, stirb. Perrek elendig jetzt. Hau ab. Haut alle ab. Ich sterbe. Warum kann ich nicht der sein, der fliegen kann? Warum ist der Duke of Flies noch am Leben? Bitte stirb. Das ist jetzt. Die Nase juckt. Ist jetzt deutlich ruhiger geworden jetzt. Der kann die spawnen. Ich habe soeben etwas Neues gelernt. Ach so, und ich werde nicht sterben. Ich werde nur einen Devil Deal nehmen und dann sterben. Oh, hey, die Türen sind offen. Scheiß drauf. Du brauchst die Sidefly. Und da der Rest egal ist. Nee. Es ist eigentlich wirklich sehr irrelevant. Es ist alles irgendwie sehr irrelevant, aber not a bullet, ne? Das ist sehr interessant. Wisst ihr was? Das nehmen wir. So, und jetzt sind beide in gewissem Maßen immun gegen Tiers.
Und schon ist der Run stark. Und ich war so blöd und habe vergessen zu gucken, ob da unten noch ein Kampf ist, um mein Dings zu füllen. Flip. Fuck. Nee. Manchmal lohnt es sich halt doch nachzudenken. Oder manchmal würde es sich lohnen nachzudenken. Moment. Da ist kein Kampf. Fuck. Ich habe einfach nur Zeit verschwendet. Hey. Muss mich um einen konsistent kümmern. Und das wird nicht. Der Run ist tot, der Run ist tot, der Run ist tot, der Run ist tot, der Run ist tot. Verpiss dich doch, Monstro. Komm schon. Ach komm, das war fies. Naja, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, schaut euch den Rest auf meinem Kanal an. Ansonsten würde ich sagen, bis dann und ciao.